Willkommen zurück zu Professor Plays Fallout New Vegas mit Raffi. Wir sind in Nipton beim lokalen Massaker und werden jetzt rausfinden, was hier passiert ist. Wobei eigentlich hat uns Vulpes in Kulta eh schon Genau. gesagt, was passiert ist. GI überraschen. Genau. Das kann Und man. um uns das Durchsuchen von einem Haufen Journals und Terminals zu sparen. Pass auf, hier sind überall Fallen und Kampfhunde. Ja. Das ist nämlich das Lustige an der Legion. Sie verwenden Leichen, um Minen zu tarnen. Good old Salted Earth Tactics. Wie diese da. Und zwar das, was passiert ist. Nipton hat sich im Grunde genommen mit Prostitution und dass sie mit allen Leuten Handel getrieben haben, über Wasser gehalten. Dann ist halt der Mayor irgendwann draufgekommen, hey, er kann einen Haufen Caps machen und sich dann absetzen, wenn er sowohl die ganzen Legion Troops, die ganzen NCR Trooper, die die ganze Zeit herkommen in ihrer Freizeit, sowohl als auch diverse Gangsterbanden, indem er sie alle auf einmal an die Legion verkauft. Weshalb er sich dann, glaube ich, auch in Kontakt mit ihnen gesetzt hat. Oder es ist sogar auch, oder vielleicht ist Vulpes auf ihn zugekommen. Kann auch jetzt mich jetzt nicht mehr genau erinnern, weil es auch schon ewig lang her war, dass ich das selber gelesen habe. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass er das Ganze organisiert hat. Es ist dann auch praktisch alles im Bordell hochgegangen, dass die NCR Soldiers haben dort ihre Waffen eben abgelegt. Dann die Gangster haben dort ihre Waffen abgelegt. Und dann hat die Legion zugeschlagen. Mit was halt der liebe Mayor nicht gerechnet hat, ist, dass er als erstes dann genommen wird, in einen Haufen Reifen gesteckt wird und angezündet wird. Weil Terror schön und gut, aber wenn man Leuten... Das zeigt eigentlich ein großes Problem, das die Legion hat. Und zwar, dass sie es nicht schaffen, längerfristig mit Leuten zusammenzuarbeiten. Wenn ein Plan längerfristig besteht, entweder töten oder versklaven, dann ist das kein Wunder. Ja. Aber wie wir beide schon aus Wissen wissen, dass wir einmal dieses Spiel gespielt haben, dieser kann es relativ egal sein, ob er einen Long-Term-Plan hat. Oh ja. Genau. Ja, aber eigentlich zahlt es sich jetzt nicht wirklich aus hier. Es zahlt sich echt nicht Ja, aus. und Ich hier. glaube, nur im obersten Stock sind ein paar coole Dinge. So im Safe vom Bürgermeister oder so mal wieder. Es hat keines. Niemand hat irgendwas. Fuck, wo kommt der her? Hat doch gerade angesprungen. Und wie gesagt, man könnte eben die ganzen Terminals durchgehen. Unter der Leiche wäre es mal wieder gewesen. Ja, ich verfolge hier für alle, die die Gamers gesehen haben, die Oh no, only X and X hit points left Strategy. Vor allem irgendwo gibt es ein Bett, mit dem du alles wieder auffangen kannst. Was wir in Fallout 3 eigentlich viel zu wenig genutzt haben. Da waren viele Betten, aber Wie auch aus denn? irgendeinem Grund in Reichweite gehen. Zielen erhöht die Reichweite von Waffen immens. Ach so. Beziehungsweise die effektive Reichweite.
kann man auch irgendwas kaufen. Also ich glaube, als ich selber gespielt habe, ich das Crafting-System ziemlich ignoriert. Kenn die wichtigsten. Es ist halt praktisch, aber nachdem wir kein Melee-Bild machen, brauchen wir eh nicht wirklich Sachen wie Turbo, Psycho oder Psycho-Chat. Psycho, Turbo, Turbo Psycho, Turbo Psycho, Turbo Turbo, Psycho Turbo, Psycho Turbo. Ja, das ist mir gekommen, das war sehr produktiv. Du sagst das so locker, aber es ist halt der effektive Weg, wie man alle von den Effekten stackt. Ja, ja. So. Und du kannst deine Psycho oben haben. Aber ja, mein Mensch erklären, warum das. Psycho Chat nicht als dasselbe. Ja. Und da ist er drin. Momente. Big Book of Science ist praktisch. Wir sind so overburdened, wir brauchen dringend einen Shop. Okay, wir brauchen Nummer 38 Hotcaps. Also ich verschwende die jetzt schon. Ja, das braucht auch viel Dings. Science increased by 4. Okay. Ah, die Cartons of Cigarettes sind das doch viel schwerer. Wunder. Zurück zu der bewährten Methode. Coca-Cola Victory. Das hört sich wild an. Ja. Hat nämlich. Na, boom. Die 10mm Submachine Gun ist super, weil die viel wert ist. Kannst ihm das Grenade Rifle aufgeben. Aber Granaten. Whatever, verschwenden wir nicht so viel Zeit. Wir können jetzt eh einfach zum Ding fast traveln. Es ist auch jetzt nicht. Für ein Casual Playthrough wäre es jetzt auch interessant, wenn man in alle Neptunhäuser reingeht. Wir haben eh alles Wichtige aus dem Rathaus. Wenn du aus dem Rathaus rechts, raus rechts gehst, findest du vor einer der ausgebrannten Hütten eine Star Wars Anspielung rechts von dir. Aber du ausgebrannte Hütten gesagt hast, bin ich. Genau. Sollten irgendwo zwei benannte Skelette liegen, nämlich. Nehme ich an, auch nur in dem Funky Wasteland Moting See. Da drüben brennt was. Oder war das weiter hinten? Oh, übrigens in dem General Store. Ja, ja, da ist gleich der zweite. Seht ihr, das Store war doch da irgendwo die Straße. War der nicht das da? Das war der, ja.
Are you fucking kidding me? First I get my leg smashed, and then in walks the Powder Ganger's grim fucking Reaper. What the fuck have you got against us, man? Jesus fucking Christ! If you want me dead, just give me 15 medics and I'll fucking OD for you! Also Heroin, oder wie war das? Morphium. Ja. Fun Fact, die Line sagt er nur, weil wir Powder Ganger ja. Reputation haben. I don't know. I just love it here. What the fuck do you think, asshole? Prize for second place was I got to live, but they beat my fucking legs with hammers. I'm fucking crippled, get it? I can spare some medics. Then you're a fucking dream come. Wie viel geben wir ihm? Schauen wir mal, ob wir ihm die 5 Doses geben können. 5 Doses? Und wir kriegen dafür Karma. How did you survive? Luck. You're looking at the second place winner of the Nipton Lottery. Well. It ain't like we came to Nipton to play it. Me and my crew had it worked out to kidnap some NCR troopers. Oh, yeah. We had it all worked out with the scumbag mayor. We were going to ransom. How did you bring them on? We're surrounded by those fucking Legion freaks. They dragged us and everybody else into the center of town. And that asshole with a dog on his head, he said we needed to be punished for what we did. Not all. Not there, got the tick, yeah. He started. First up was the lucky losers. They got decapitated. Guess that's lucky because it's pretty quick. Then came the crucifixions. God damn, but those. Yes, Roman style. Third place runners up got enslaved. I got the fuck beat out of my legs in the winter. Happened to the mayor? Ah, yeah. When his ticket came. Yeah. Good. Mit dem können wir nicht traden, oder? Nein. Oben sind wir aber auch noch ein paar Wertsachen. Es ist die Frage, haben die Leute seit der Apokalypse nicht aufgeräumt? Oder hat die Legion brav wieder zugesperrt, nachdem sie das Zimmer verwüstet haben? Wer weiß, was passiert ist, nachdem das Zimmer überhaupt zugesperrt wurde oder bevor das Zimmer zugesperrt wurde. Ah ja. So, gibt's also eh was Brauchbares in Nipton zu tun? Nein, Boxcars. Fun Fact, Boxcars ist eigentlich auch für eine Quest zu gebrauchen. Was für eine? Ich geh nur zum Traden nach Good Springs. Ja. Zu schwer bepackt. Sich gar nicht vom Sessel bewegt. Price Chat. Oh. Er hat. Ja, ich weiß. Aber. Fun Fact: Mit den 2010er ist gut. Moment. Mit den 2400 Caps kommen wir schon auf den Strip ohne irgendwas. Noch ein Fun Fact: Die Developer waren gescheit genug, dafür zu sorgen, dass du mit der Bike Ammo nicht craften kannst. Also generell kannst du eher besondere Ammo nur herstellen und nicht wieder verwerten. Da haben wir noch einen Haufen gut. Wie bitte? Hast du schon Stimpacks gekauft? Danke. Another satisfied customer.
Und dann haben wir wenigstens mal einen Bulk von den schweren Minen. Ja. Ja, diese NCA-Uniform müsste mal loswerden. So. So, das heißt, arbeiten wir uns weiter von Nipton, was haben wir da? Ja, wir wollen doch zuerst zum, na, zum Outpost und da zwei Quests abgeben. Da können wir vielleicht auch noch was verkaufen, gut. Ja, bei wir müssen zu Ghost und zu... Dem Typen, der bei den Statuen steht. You check out the Nipton Town Hall yet? Smoke trail's not getting any short. Yeah. Nipton was attacked by the Legion. Legion this far west? You're fucking kidding me. That's not outside the border. They're moving in, and fast. Nipton wasn't the most friendly town, but... All right. Thanks for checking on that. Wish it set my mind at ease. Now I'm more on edge than ever. Did you have friends there? In Nipton? Hell no. Town was a shithole, asking to be burned. Just not by Legion. Nobody deserves that. Well, thanks for hoofing it there and back, even if it was bad news. Wish we could spare the troops to go hunting, but orders are to stay put. Fucking Mojave's going to hell, and all I can do is sit here and watch. He was impressed with the whole NCA-Truppe. Für den Statuen, wer hast du gesagt? Genau. Ah, da ist schon. That's him. Get him. Heard you helped out Jackson. Thanks for that. Caravans are still waiting for clearance to move out, but at least there's movement. Legion attacked Nip, burned and killed everyone. There's no way. We're miles from. Ah, das ist das Quest vom Vulpes. Yeah. They aren't even waiting for the dam to fall. They're already inside the borders. We'll never stop them. Not at this rate. We're doomed. Dass wir keine Negativ-Referenz für die Quest bekommen haben. Naja, wir sind ja nicht, wir sind nur der Messenger. Ja. Und technically ist das ein Quest, das einfach beiden Seiten hinkommt. Die einen wollen es wissen und die anderen glauben, dass das die NCA irgendwie schreckt. Ja, also, ja. Ist das da eigentlich, das ist nicht das ist Nuka-Cola Quartz. Mit Victory und Quartz kannst du coole Rezepte craften, die tatsächlich was bringen. Das eine ist der sogenannte Atomic Cocktail. Der gibt einem Energy Resistance. Und ich glaube noch irgendeine Resistance. Was relativ praktisch ist. Vor allem, wenn man nicht die meiste Armor trägt. Was? Und aus Quartz kann man auch irgendwas Cooles machen. Es sind zu viele Stellenlauf und zu viele Radiosender. Hey, es zeigt wenig. Gut, ja. Dass sich die Leute auch in den Radio-Checks für Sachen interessieren. Very radioactive. Auch mal für Scotch für irgendwas? Ja. Sollte nicht immer aufnehmen, wenn ich schon so geistig abgefeuert bin. Übrigens aufgefallen, dass alle Vendors auch viel mehr einfach mehr Caps zur Verfügung haben als in Fallout 3. Als ob hier eine Ökonomie existieren würde. Wenn wir haben eh schon einen gewissen Teil von der Route geschafft. An sich kann man jetzt auch noch ein bisschen in Nipton rumrennen, wie zum Beispiel Skorpione da hinten killen.
glaube, da hinten liegt dann tatsächlich ein Laser-Rifle oder ein Granatwerfer rum. Aber es ist auch ein Flingsel. Genau, er hat einen Laser-Rifle. Schau, wie viel Platz, Platzgewicht du plötzlich haben. Genau, es ist nämlich das Lustige, vor ihm ist ein Aschehaufen. Und wenn du in den Aschehaufen reinschaust, kriegt dieser Aschehaufen eine Legion-Uniform. Aber warum hat ein Lottery-Ticket, der ist ja offensichtlich gestorben beim... Ein Versuch, sich da... Oder vielleicht war es das Ticket, das ihm der Rekrut geben wollte. Sir, your Ticket. Es ist nicht... Also wenn du da... Da möchte ich eigentlich hin. Ah, wir haben noch einen falschen. Mach kurz einen Quicksave, weil das letzte Mal, als ich da hingehen wollte, hat mich irgendwas umgebracht. Ich glaube, eine Kombination aus Morreds und Tools. Wenn ich so schnell laden könnte, sage ich, ich sagte, da würden sie mich Mode sehr loben. Wenn du willst, können wir jetzt schon das erste DLC starten. What the fuck is moving there? Ah, das kommt auch vom Wasteland-Ding, sie. Nein. Ist das der Satellite? Geh hin und schaust, ja. The code for it needs to be midnight. Ja. Nein, wir sind noch nicht gelevelt genug, um dieses DLC zu starten. Und du kannst doch nicht raus. Ach, das ist ein DLC, der hier startet. Ja, hab ich dir doch gesagt. Ich hab das nur so verstanden, es ist ja auch immer der Nähe, okay. Ist das der mit den Scientists? Ja. Das mit dem Midnight Showing macht dann überhaupt keinen Sinn, weil das irgendwie... Ja, weil ich das natürlich weiß. Es ist haha funny Autokino. Ich equippe wieder was mit längeren Reichweite für die Wüste. Was weniger Schaden macht. Weil auf der Klippe da vorne ist ein Ambush. Ich kann nur die weitere Unsterbliche der Gamers Worte sagen. I always expect an Ambush. Keine Angst, die Mapmarke, die du jetzt siehst, sind Big Corner. Gut, die werden das aber, die wollen wir auch noch nicht encountern. Genau. Und weil das jedem, bei jedem Playthrough passiert, unter den Traffic Cones da vorne sind Minen. Oh, Pressure Cooker, das ist wichtig. Ich bin Eddie und nie verkaufen. Nice, Eddie, take my pressure cooker and...
Für Kochrezepte oder? Nein, es braucht jemand mal das drum. Da links oben auf der Klippe steht schon der erste Ambusher. Er hat gedacht, ich wollte aus dem Auto gehen, aber. Fällt vor, die hat eine andere Meinung. Ja. Healing Limbs. Verwend mal die Doctor's Bags, sonst glocken sie uns eh das Inventar zu. Ja. Auch überleben. Hydra macht den Job aber eigentlich auch, ne? Genau. Das war das andere Auto. Habe ich was? Achso. Dann hast du auch immer noch ein ruhigeres Ziel. Ich erkenne, warum die Birds, abgesehen davon, dass das Auto explodiert ist, warum die ein Problem sind. Weil automatische Waffen. Auf einmal mehr eine Herausforderung sind. Als ob wir aus dem Elegium raus sind, hm? Hammer und Wrench. Oh. Und nur die beiden Hanseln? Na boom. So, und wir sind jetzt schon wieder am Kurs Norden, oder? Ah ja, da. Genau. Weißt du was? Ich setze Novak als Marker. Schon der 188 Trading Post. Na, da war es später. Ja, wo werden die Dings rein, wo die Dings, der eine NPC von der Brotherhood wartet, oder? Ja, der war später. There's something and I don't see. Ist das ein NCR-Camp? Nein, das ist die Wolf on Ranch. If you should find it, do not repeat. Do not belittle a super mutant for taking the money. Da drin ist eine legendary Rocker. Genau, Chopper. Take the Chopper. Ist die Farm verlassen? Aber relativ cool für ein paar Rezept-Items immer wieder zum Abfarmen. Wie zum Beispiel das Maisfeld hier. Es dürfte gerade nichts. Ich glaube, das ist eine semi-gestrippte Karawane-Ambush. Oder Wolf ist und seine Leute. Nightstalkers und Legionnaires. Man lass sich gegenseitig töten.
Aber sieht, Wildlife ist auch problematisch für Leute. Ah ja. Legion und MCA müssen gerade die Insel-Ding abschießen. Zahlt sich nicht, das eine mitzunehmen. Kriegen wir noch, wenn wir sie brauchen, oder? Nein. Generell Legion-Dings zahlt sich gar nicht aus mitzunehmen, weil... Also Legion-Rüstung... Na, zum Infiltrieren meine. Du kriegst eh ja ein Item, mit dem du rein darfst. Genau, Caravan Guards und NCR Troopers. Hey there, need anything? Nein, mit der Submachine Gun brauchen wir nicht, oder? Nein. Der Chopper, dann brauchen wir den. Die Machete macht 37 und der Chopper macht 40, gut. Die 1000 für einen Suppressor ist aber auch ein schlechter Scherz, oder? Das ist auch eine... Mini-Nuke Timed, Mini-Nuke Missile Hive, ja. Ja, mehr Spread. Die von den Big King Nukes kann ich nur abraten, weil ich es mit denen immer wieder schaffe, easy selber umzubringen. Big Kid, sorry. Ah ja, Hashtag Little Boy und so. Ja. Okay. Damit, was haben sie mit dem... Oh. Cover Repeater, das ist gut für unseren Repeater. Ja. Ja, schau kurz, wo der Trading Post war. Ah ja, warte, das ist mal guter Kurs auf Novak. There are things out in the... There are things in the desert. Yeah, but there are things out in the desert. Wir brauchen eh noch Zeit, um auf dich zuzuwenden. Aber ich weiß, was mich irritiert im Gegensatz zu Fallout 3. Wir haben den Edit dabei und haben deshalb eine weitere Range und deshalb sehen wir die Dinger so schon. Und ich reagiere im Prinzip auf Map-Marker, die aber weiter weg sind. And that's why I'm out paranoiing. The fuck? Aber Hauptsache der Hinterhalt, den wir... Hauptsache der Hinterhalt, den wir nicht erwarten. Oh. Dass der Gangslinger beschossen hat mich zu dodgen. Siehst du den Train Entrance da hinten? Ja. In der Nähe von dem ist ein... Ja, Gangslinger. Er hatte genau eine Granate für seinen Grenade Rifle dabei. Ah, das war die, die mich in die Luft... Ja. Genau. In
der Nähe von dem Ring ist eine Deathclaw Cave. Nein, danke. Und noch irgendeine Name for Cave. Ja, das ist schön gut für die Zukunft zu wissen. Da ist auch was. Ja. Ist aber noch nicht. Das ist schon Novak? War das nicht auf der anderen Straße seit dann? Nein, das ist Ranger Station Charlie. Ja, das ist ein Legion Patrol. Ja, die sind so nah an der Ranger Station Charlie dran. Fun Fact, wenn du dir die Rückseite vom Ranger Station Charlie Schild anschaust, wenn du voll vorbeigerannt bist, siehst du die Reste aus dem Schild aus der Other. Was ist das? Happy Pines Park oder? Ja. Das original Parkschild, das sie verwendet haben. Nice. Also sie haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben bei Details. Oh. Der ist just an Elect. Leute, mit denen du reden kannst. Denk mal gerade, wo sind denn da die? Ich glaub eh Chef und Radio Operator. Crew-Kontrolle. McCarran doesn't like it when civilians wander into military outposts. So if you're here on business, better make it quick. Der schaut nicht generisch aus. Ja. What was it about McCarran? Radio signal out here can be pretty spotty because of all the hills. Sometimes our scheduled updates don't go through. When it happens enough times, they send someone over to check up on us. Lately, we've been getting extra medical supplies for some reason. Oh, er hat uns auf was angesprochen, was mit Supplies zu tun hat. Ja. Kann das vielleicht auf eine zukünftige Quest hindeuten? Vielleicht, ja. Meint ihr, wir take some of those extra medical supplies? I shouldn't have said anything in the first place. I'd rather not get you into the habit of crossing the NCR. Anything unusual happening around here? All quiet at the moment. Ranger Beaumont is in charge here, but he's off leading a patrol. Ranger Station Charlie. We're responsible for keeping the highway up through Novak civilized. We're part scout, part commando, part sheriff. The training is brutal, and I'd say 8 out of 10 recruits washes out before the end. Was, das soll brutal sein? Mit nur 80% Dropout? More ferocious than a Deathclaw. Hat er lot of Rangers? Most of them posted at stations like this one. We either man the station or patrol the immediate area. The Rangers mostly draw from the basic NCR army. A trooper who shows exceptional skill at fighting and scouting can be nominated for the training. Ja, genau. Und wir sind nicht einfach so in voller 2 ins Ranger Headquarters gegangen und haben mit wem geredet. Ja, das waren die NCR Rangers und nicht die Desert Rangers. Aber er hat gerade gesagt, dass ja. Die Empty Syringe kannst du auch klauen. Die wiegen nicht. Ist das Karma wert? Ja, das sind Future Stimpacks. Außerdem, wir. So hast du dich gesagt, der ist auch ein zweiter. Ja, der ist aber gerade draußen auf Patrouille. Moderner. Es wegen eines Errors ist es sowieso wurscht, weil du danke Motorradfahrer, weil du innerhalb um die New Vegas einfach nur ein paar Fiends erschießen musst und wieder gutes Karma hast, weil die. Ist was ein Motorcycle geworden?
Oh. Ich glaube, das war an der Stelle, ist irgendeine Leiche oben auf der Klippe. Ich hoffe, ich verwechsel das Spiel jetzt nicht. Ja, genau, die Fiends zu erschießen gibt so viel gutes Karma. Wie soll ich darauf kommen? Okay, dann nicht. Bevor wir da ewig umtun. Ich sehe es nicht, wie man darauf. Also, genau, Fiends zu erschießen gibt viel zu viel gutes Karma, weil sie da irgendeinen Error drin haben. Weshalb man relativ einfach gutes Karma kriegt. Ach so, wie. Deine Verbrecher sind egal, solange du irgendeinem Typen, der vor River City steht, regelmäßig Wasser gibst. Genau. Und dies ist Novak, das sieht dir auf Plastic Dinos aus. And the city of there was an NPC to recruit here. Yep. Wir müssen uns eh beeilen, weil sonst aus dem Dino rausgeht. Und dann nur mit uns oben spricht, wenn er oben im Dino ist. Also gleich zum Dino. Ja, aber du musst halt trotzdem den Eingang nehmen. Und ja, wir werden von diesem Roboter verfolgt. Well, butter my button, call me a biscuit, if it ain't my old friend. Suspicious. What are you doing in Novak? Don't rightly know. I just got the notion to make my way to New Vegas. Reckon I'll find out when I get there. So what's the story with this place? Novak? Nice enough place, I suppose, but between you and me, when I rolled into town, my skin started to itch. It's nice to see a friendly face around here. No, oh, I don't believe I did. Likewise, friend, likewise. Is there anything old Vic can do you for? Bad and surprise. In Vegas, yeah. Ah, Mist, weißt du, was wir vergessen haben? Hm? Man kann ihn nämlich ansprechen, dass man ihn in Ding rekrutiert. Dass man was rekrutiert? Für ihn. Ja. Und ich soll es da. Aber er taucht dann nicht auf und wenn man nachher mit ihm redet, kann man über einen Science-Check feststellen, dass es über eine aus der Ferne deaktiviert wurde. Ah. God damn it. Don't sneak up on me like that. What do you want? I heard there was a sniper on us up here. I think you better leave. Just making friendly conversation around here. I don't have friends here. Well, I'm not from here. No. No, you're not, are you? Maybe you shouldn't go. Not just yet. Masterwork negotiation. Yeah, why is that? Paul? I need someone I can trust. You're a stranger. That's a start. That's not how people really trust strangers. I said it was a start. This town, nobody looks me straight in the eye anymore. What do you want me to do? I want you to find something out for me. I don't know if there's anything to find, but I need someone to try. My wife was taken from our home by Legion slavers one night while I was on watch. They knew when to come and what route to take, and they only took Carla. Someone set it up. I don't know who. Ah, I have never known. You're tracking down your wife. No, it isn't. My wife's dead. I want the son of a bitch who sold her. Oh yeah, who is this? Yeah, how do you know if he's dead? Well, I know, all right. We know why. Received it for later. What did you find this person bring? In front of the nest here while I'm on duty. I'll give you my NCR beret to put on. It'll be our signal, so I don't know. Ooh. I see what I can good. Do to help you. I'll make it worth your while. And one more thing. We shouldn't... No one in town knows that I know what happened to my wife. Best they never know. Goodbye! Yeah. Das Quest, also um ihn als Follower zu kriegen, müssen wir schon das Richtige machen. Nein. Irgendwie. Genau. Ah. Dino Bite.
Er ist aber nicht der Lustige, mit dem man einen Caravan spielen kann. Supplies, what? Guns, do you sell those? Wo war diese Line? Ich sehe sie gerade nicht. Bin ich blind? No one ever buys the T-Rexes. Have a look. Cowboy Repeater Custom irgendwas. Warum machst du das? Die wiegen was. Ah, einen. Ist okay. Because it's a dinosaur. Authentic Katana Blade. Lass mal Pistol Recycler, haben wir den schon? Nein, wir haben ein Damage Upgrade. Den Recycler können wir auch einbauen. Irgendein Upgrade für den Cowboy Repeater hat's auch gegeben. Ja. Custom Action 1200 ist für den Cowboy Repeater Upgrade schon steil. Zahlt sich das aus? Ja. Spätestens dann, wenn wir sagen, okay, wir haben genug Repair, dass wir einfach nur mit. Lass mal die Fähne. Er hat ein paar Guns, ja. MF Hyper Breeder Alpha, what the fuck? Ah, das sind irgendwelche Fun-DLC-Weapons, wenn ich auf die DPS schaue. Vor allem der Hyperbreeder, seine Recharge-Pistol. Microfusion Hyperbreeder, okay. Genau. Ja. Gibt es eigentlich Shop-Posts, dass das NCA-Geld vollzählt bei der NCA dann später? Ich weiß es nicht mehr. Am allereinfachsten ist, du kaufst dir darum Casino-Chips. Also ich mach das immer, ich kauf mir darum Casino-Chips und vergamble die alle. Beziehungsweise verwende sie, um mehr Geld beim Gambling zu bekommen. Ich glaube, die Caravan Shotgun können wir auch schon loswerden. Ah, weil wir die Sturdy Caravan Shotgun haben. So, aber das ist ein guter Zeitpunkt, die Episode zu beenden. Genau. Und weiter diesen schönen Dinosaurier anzuschauen. Er hat nicht mal eine. Ja, sie haben es hier. Gott. So, in dieser Siedlung müssen wir jetzt wen finden, der Slavery verübt hat. Das können wir nicht zulassen. Spoiler, wir wissen schon ganz genau, was welchen. Safe wir aufbrechen müssen, um es rauszufinden. Du weißt es, ich weiß es nicht mehr, aber das ist gut genug. Okay, passt. Aber das werden wir das nächste Mal machen, wenn Professor Place zu Fallout New Vegas zurückkehrt. Jetzt sagt die Katze Mio. Und wir hören mit der Episode auf. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.